Ich habe euch auf Instagram gebeten, mir eine Zahl zwischen 1 und 24 zuzusenden. Und diesmal ist die Zahl 10 geworden, also bin ich zum nächsten Laden gefahren und habe mir 10 von den Euro-Stickern geholt. Und anhand dieser Sticker werden wir jetzt gucken, wie die heutigen Achtelfinalpartien ausgehen. Und jeden Spieler, den wir aus dem entsprechenden Land ziehen, ist ein Tor für das Land heute Abend im Achtelfinale. Und gleich im ersten Pack hatten wir sowohl einen Spanier als auch zwei Georgier, das bedeutet 1:1 nach dem ersten Pack. Im dritten Pack dann der nächste Spanier mit Unai Simon, das bedeutet 2:1 für Spanien. Tatsächlich in 10 Packs nur zwei Spanien-Spieler und zwei Georgien-Spieler, da aber diese Doppelten zu einem zählen, haben wir also ein 2:1 für Spanien im Achtelfinale. Ich denke, das ist realistisch. Bei Slowakei gegen England geht es tatsächlich in die Verlängerung 1:1 nach 90 Minuten. Das bedeutet, auch hier geht es gestern wie im Deutschlandspiel in die Verlängerung. Das heißt, auch hier gibt es einen Zusatzpack. Mal schauen, ob die Verlängerung das Spiel entscheidet. Wie wir sehen, auch in der Verlängerung gibt es keine Entscheidung. Das heißt, wir müssen bei dem Spiel tatsächlich ins Elfmeterschießen, das erste Elfmeterschießen bei dieser Euro. Und auch im Elfmeterschießen gibt es tatsächlich keine Entscheidung, denn wir haben Rico Lewis von England und Peter Pekarik von der Slowakei, nebenbei übrigens noch das Dortmund-Stadion. Aber dadurch, dass wir das Logo der Slowakei sowie eine Sehenswürdigkeit der Slowakei haben, würde ich sagen, geht dieses Achtelfinale mit 4:2 an die Slowakei und zieht meiner Meinung nach überraschend ins Viertelfinale ein. Was sind eure Tipps für die heutigen Achtelfinalspiele? Schreibt's gerne in die Kommentare.